Ja, hier stehe ich jetzt am Fuße des Fernmeldeturms Habichtswald auf dem Essigberg. Ein weithin sichtbares Bauwerk. Von Weitem sieht man ihn schon und von hier aus werden Rundfunk- und Fernsehsignale in die Region gesendet. Der Habichtswald ist aber nicht nur für diesen Bereich wichtig, sondern er ist ein ganz, ganz wichtiges Naherholungsgebiet. Aus dem Habichtswald heraus wird übrigens auch das Wasser für die Wasserspiele in Wilhelmshöhe gewonnen. Das heißt, auch der Naturpark Wilhelmshöhe könnte ohne den Habichtswald in der Form nicht existieren. Ein besonderes Gebiet, in dem sich der Aufenthalt immer lohnt und den ich sehr gerne auch selber mal vorbeischaue.